Seid mir gegrüßt, ich will mich kurz halten. Redania bittet um euch um Unterstützung im Kampf gegen die Blasphemität, die im Fensterwald jüngst Angst und Schrecken verbreitet. Dieses grauenvolle Ungetüm schlägt blitzschnell und unvorhersehbar zu, bevor es wieder im Dickicht verschwindet. Alle versuchen es zu observieren und etwaige Schwächen bei ihm auszumachen, sind bislang gescheitert. Wir sind daher auf der Suche nach einer Heldin, die der Bestie furchtlos die Stirn bieten kann, sobald diese sich wieder zeigt, die ihren Mitstreitern als mächtiger Schild dienen kann. Was sagt ihr? Werdet ihr da bereit, den Finsterwald vor dieser abscheulichen Blasphemität zu schützen? Mein Schild für den Finsterwald. Aber vielen Dank. Bitte begebt euch dann zugleich nach Neugridania und sprecht am Avaton der Bruderschaft mit dem zuständigen Offizier. Dieser wird euch das weitere Vorgehen erklären. Und danach machen wir auch noch den Nahkämpfer. Und die Hauptstory will ich auch noch ein bisschen vorantreiben, damit wir noch ein bisschen Material sammeln. Große Heldin in dieser bescheidenen Hütte. Unser Militärattaché in Razatan hat uns bereits mitgeteilt, dass sie uns helfen wollt, die Blasphemität zu bezwingen. Ich werde sogleich Kane Senna von eurem Kommen unterrichten. Die älteste Saatseherin hat höchst selbst die Leitung dieses Unterfangens übernommen. Bitte wartet hier einen kurzen Moment. Ich glaube, ich muss mir noch mehr zu trinken holen. Weil es sehr viel gelegt. Na, oh, schon wieder! Das speichert's nicht! Hat das letzte Update dafür gesorgt, dass immer, wenn man neu startet, solche Texte dann automatisch scrollen? Das ist aber ein bisschen doof. Verzeih, dass du warten musstest, Murasaki. Im Namen aller Einwohner des Finsterwalds möchte ich dir für deine Bereitschaft, uns bei der Bezwingung dieser absonderlichen Blasphemität zu unterstützen, meinen Dank aussprechen. Leider drängt die Zeit. Erlaube mir daher, bitte ohne Umschweife zur Sache zu kommen. Kurz nach den Vorfällen auf Tafna hier wurde auch im Finsterwald beobachtet, wie ein unbekannter Mann sich in eine Endzeitbestie verwandelt. Schnell war klar, dass es sich bei dem Ungeheuer um eine dieser entsetzlichen Blasphemitäten handelt. Laut dem Augenzeugenbericht war der Körper der Bestie mit Ketten überzogen. Daher haben wir die Kreatur nach mythologischem Vorbild Gleipnir genannt. Seitdem ist das Ungeheuer an verschiedenen Stellen des Waldes aufgetaucht. Gleipnir tötete alles, was ihm in die Quere kommt und verschwindet im Dunkel des dichten Gehölzes, sobald sein Blutdurst gestillt ist. Selbst Gebieter des Waldes stoßen bereits klagende Rufe aus und fordern die Beseitigung des Eindringlings. Allerdings ist das leichter gesagt als getan. Aus den Untersuchungen der Opfer wissen wir, dass Gleipnirs Klauen, Zähne und Hörner extrem giftig sein müssen. Dieses außergewöhnlich starke Gift durch die offenen Wunden. Den Körper können selbst oberflächliche Kratzer zum Tode führen. Vielleicht hast du schon mal
von der Kettenseuche gehört. Die von Gleipnir verursachte Vergiftungserscheinung können leicht mit den Symptomen dieser im Finsterwald endemischen Krankheit verwechselt werden. In beiden Fällen erscheinen auf dem Körper eigenartige kettenförmige Muster, welche heftige Schmerzen auslösen. Was ist das denn für ein Gift? Da ich nicht aus Redania stamme, ist mir die Kettenseuche lediglich von Hörensagen bekannt. Stimmt es, dass die Krankheit vor allem bei den Hyuren stets zum Tode führt? Das ist richtig. Für Hyuren ist die Krankheit eine todbringende Gefahr. Gut, dass wir eine Mikrotee sind, ne? Allerdings gibt es inzwischen ein auf Leuchtpilzen basierendes Heilmittel, weshalb sie in letzter Zeit als keine große Bedrohung mehr angesehen wird. Jedoch befürchte ich, dass durch Gleipnirs Treiben und aufgrund der Ähnlichkeit der Symptome tief verwurzelte Ängste wieder hochkommen könnten, was zu schwerwiegenden Unruhen führen würde. Auch wenn unklar bleibt, ob es einen Zusammenhang zwischen ihm und der Kettenseuche gibt. Bislang sind weder Druiden noch Weißmagier dazu in der Lage, das Gift zu neutralisieren, solange kein wirksames Gegenmittel gefunden wurde. Sollten wir Gleipnir also nicht direkt angreifen. Selbst wenn wir ihm im Wald begegnen. Verzeiht, eine Eilmeldung. Was? Schon wieder? Soeben kam es im Nordwald zu einem Angriff Gleipnirs. Dem Klageregiment zufolge ist er wieder verschwunden, bevor sie ihn stellen konnten. Das Opfer hat schwer verletzt überlebt und wird gerade zum Herbstkürbissee gebracht. Zum Herbstkürbissee? Wir brechen unverzüglich auf. Murasaki, würdest du uns begleiten? Der erste Schlangenjünger Edelmeer ist dort stationiert und kann uns sicher mehr über die Situation erzählen. Auf zum Herbstkürbissee. Was mach ich denn da? So geht's schneller. Satzieren. Ich habe euer Kommen bereits erwartet. Hab Dank, dass ihr den langen Weg auf euch genommen habt. Es ist verständlich, die Angelegenheit ist von höchster Wichtigkeit für den Finsterwald. Das sagt, der durch Gleipnir verwundete. Wo ist er? Er wurde zur Terrasse des schwimmenden Korkens gebracht, wo ihn einer unserer besten Heiler untersucht. Allerdings ist sein Zustand sehr ernst. Eure Hilfe wird mehr als ersehnt. Ich verstehe, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um seine Schmerzen zu lindern. Verlieren wir keine Zeit und eilen dem Druiden zu Hilfe. Gut, dass ihr gekommen seid, verehrte Kanesena. Dies ist der Mann, der Opfer von Gleipnirs Angriff geworden ist. Ich habe bereits jede erdenkliche Heilmethode versucht, doch nichts zeigt Erfolg. Seine Wunde ist zwar wieder verheilt, doch das eingedrungene Gift lässt sich nicht neutralisieren. Der Zustand des Patienten verschlechtert sich zusehends. Als ich ihm für die Behandlung die Kleidung ausziehen wollte, sah ich, dass sich auf seinem Körper kettenförmige Muster gebildet haben. Das sind die gleichen Symptome wie bei der Kettenseuche. Da er ein Hyuran ist,
muss mit dem Schlimmsten gerechnet werden. Ich werde von hier an die Behandlung übernehmen. Gönne dir eine Atempause. Mücken, ein riesiger Schwarm Stechmücken. Die Rufe kommen vom östlichen Tor. Stechmücken sind häufige Überträger von der Kettenseuche. Angesichts des heiklen Zustands unseres Patienten ist Unruhe in der Siedlung das Letzte, was wir nun gebrauchen können. Ich bleibe hier und kümmere mich um den Verletzten. Ihr beide schaut bitte nach, wer da gerufen hat und was es mit den Stechmücken auf sich hat. So, und jetzt will mir mal jemand erklären, was Stechmücken mit Level 85 hier bitte im Wald machen. Bei Endzeitbestien kann ich es ja noch verstehen. Aber wenn man jetzt hier wirklich Stechmücken als Gegner hätte, wäre es ein bisschen, ja, komisch. Ich war gerade auf dem Weg nach Mühlenhain, als ich sie beim Erlenbrunnen gesehen habe. Ein riesiger Schwarm Stechmücken schwirrt dort herum. Diese Stechmücken übertragen doch die Kettenseuche, oder? In letzter Zeit hört man ja immer öfter Gerüchte über Angriffe einer unheimlichen Kreatur und dass sich die Kettenseuche wieder ausbreite. Da habe ich sofort die Beine in die Hand genommen und bin gerannt, so schnell ich konnte. Aber wahrscheinlich müssen wir gar nicht gegen Stechmücken kämpfen, sondern gegen ihn, wenn der sich verwandelt. Moment mal, du wurdest doch nicht von den Stechmücken gestochen, oder? Falls ja, darfst du natürlich nicht ins Dorf. Wurde ich nicht, ich schwöre es. Kümmert euch lieber schnell um diese Biester, bevor die wirklich noch jemanden erwischen. Einen großen Schwarm können wir nicht allein aufhalten. Wir müssen an die Sicherheit der Siedlung denken und die Tore bewachen. Um jetzt noch das Klageregiment anzufordern, reicht die Zeit nicht. Murasaki, wir werden das übernehmen. Kein einziges Exemplar dieses Ungeziefers soll übrig bleiben. Ich danke euch. Der Ehrenbrunnen ist östlich von hier. Beeilt euch und macht den Stechmücken den Chaos. Wie gesagt, Stechmücken Level 85, ne? In einem Gebiet, wo die Gegner 37 sind. Ist ein bisschen fragwürdig. Kommt halt komisch. Aber vielleicht kommen auch keine Stechmücken, sondern verwandelt sich nur jemand in Bies. Aber ne, hier sind wirklich Stechmücken Level 85. Was? Na gut, sonderlich stark sind sie nicht. Als ich wirklich ein Gefühl, als wären das so kleine Level-Gegner. Noch mehr. Du hast mir das Leben gerettet. Ich habe zwar das Heilmittel gegen die Kettenseuche bei mir, aber die hätten mir ja jeden Tropfen Blut aus dem Leib gesaugt. Am Herbstkürbissee gibt es einen armen Kerl, der Symptome der Kettenseuche aufweist. Dann überlasse ich dir das Heilmittel. Hoffen wir, dass er damit geheilt werden kann. Selbstverständlich braucht meine Retterin mir nichts dafür zu bezahlen. Ich werde nach Mühlenhain zurückkehren und dabei einen großen Bogen um jedes Insekt machen. Ja, stellt euch mal vor, solche Mücken wird es wirklich geben. Die würden nicht wirklich leer saugen. Vielen Dank, dass ihr euch um die Stechmücken gekümmert habt.
Allerdings steht es nicht gut um den Patienten. Ich muss meine gesamte Heilkunst aufwenden, damit er mir nicht unter den Händen wegstirbt. Das Heilmittel gegen die Kettensäure, wenn man bedenkt, dass die Symptome so ähnlich sind, ist es in der Tat ein Versuch wert. Verabreichen wir sie. Normalerweise entfaltet diese Medizin rasch ihre Wirkung. Diese Schmerzen. Vielleicht hast du es geschafft. Wenn das Heilmittel seine Kraft entfaltet, wird der Schmerz schnell vergehen. Nein, es schmerzt immer mehr. So helft mir doch. Das Stöhnen des Mannes ist verstummt. Offenkundig hat er sein Leben ausgehaut. Okay, das Heilmittel wirkt also nicht. Mögen die Gebieter seiner Seele gnädig sein. Wenigstens hat sein Leben nun ein Ende. Kam das Heilmittel zu spät? Ich denke nicht, ich fürchte vielmehr, es hat überhaupt keine Wirkung gezeigt. Die von Gleipnir verursachten Vergiftungserscheinungen mögen zwar rein äußerlich zu ähnlichen Symptomen wie die Kettenseuche führen, sonst haben sie aber nicht viel gemein. Ich gehe auch davon aus, dass der Kontakt mit derartig starkem Gift für jedes Lebewesen tödlich endet, egal ob Hyuran oder Stechmücke. Das bedeutet, die Gefahr einer Übertragung durch Stechmücken kann ausgeschlossen werden. Das wäre die einzig gute Erkenntnis dieses tragischen Tages. Berichten wir den Leuten davon, um eine größere Panik zu verhindern. Verzweiflung kann die Leute in diese Endzeitbestien verwandeln. Glücklicherweise kam es hier in Gridania neben Gleipnir noch zu keinem weiteren Verwandlung. Wenn wir diesen Kampf gewinnen wollen, ist es wichtig, dass alle ruhig und besonnen bleiben. Ich werde die Bewohner der Siedlung über die neuesten Entwicklungen in Kenntnis setzen, nachdem wir dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben. Wenn nur der direkte Kontakt mit Gleipnir zu diesen Vergiftungen führt, dann müssen wir so schnell wie möglich seinen Aufenthaltsort aufspüren. Dafür müssen wir alle verfügbaren Informationen sammeln und sollten zunächst zum Abaddon der Bruderschaft zurückkehren. Leider können wir hier nur zwei Missionen machen, aber ich habe ja eh vor, das alles dann an einem Stück hochzuladen. Das heißt, ich muss erst Level 90 mit Revolverklinge werden, damit ich die ganzen Questreihe machen kann. Und das lade ich dann alles gemeinsam dann irgendwann hoch. Muss ich nur gucken, wann der beste Zeitpunkt ist. Berichte über neue Sichtungen von Gleipnir häufen sich. Wir versuchen alle Informationen zu sammeln und einzuordnen, aber es ist bei der zunehmenden Unruhe in der Bevölkerung nicht einfach, den Überblick zu behalten. Ich werde dich informieren, sobald wir mehr Klarheit haben. Bitte halte dich so lange in Alarmbereitschaft.